schnell zum Baumarkt und suche ein Einspulgefäß für mein Regenwasser im Keller. Und ich habe hier schon ein paar schöne Tontöpfe gefunden. Aber die klingen halt alle verschieden, ne? So. Das ist jetzt also die naheste Frequenz an meiner 333, die ich haben wollte. Das ist ein Kübel mit 18 cm Durchmesser. Ja, der Preis interessiert eigentlich nicht, das ist halt nur der Klang. Wie der klingt hier. Ähnlich. Aber der ist halt nicht glasiert. Aber um eine Hälfte günstiger. Der klingt fantastisch. Also nehmen wir ihn mit. Der Nico. Der verbringt den Sonntag wieder im Keller. Ich bin halt ein Kellerkind. Kann man sagen, was man will. Im Moment teste ich das Hauswasserwerk. Ob alles dicht ist, ob ich alles richtig verschraubt habe. Und so pumpe ich Wasser von einem Tank in den anderen. Habe dabei halt auch rausgefunden, dass ich ja durch die Verbindung der Tanks, ja, eine durchgehende Verbindung, und jeder Tank hat ja noch mal einen extra Hahn, dass man da entscheiden kann, aus welchem Tank gerade Wasser entnommen wird. Und ich habe jetzt mal aus zwei Tanks in einen Tank gepumpt, damit das Wasser noch mal durch den Filter geht, also durch den Tankfilter. Der erste Tank hat ja einen Filter drin, damit das Regenwasser, was von draußen kommt, einmal gefiltert wird. Dann hat er die Pumpe selber noch mal einen Filter. Und ja, hier ist ja noch ein bisschen Schmutz drin in dem zweiten und dem dritten Tank, und so kann ich dann noch mal durchfiltern und mache nachher, wenn ich fertig bin, einfach nur noch mal den Pumpenfilter sauber. Den Regenwasserfilter habe ich heute schon mal wieder sauber gemacht. Ja. Ich habe ein Problem mit dem Hauswasserwerk. Es ist jetzt alles dicht, saugseitig und druckseitig. Aber wenn ich halt einen Absperrhahn zumache, egal ob jetzt den hier egal den hier, es ist wirklich alles dicht, aber die Pumpe will nicht so wie beschrieben abschalten. Also der Abschaltdruck liegt bei 3,5 Bar, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pumpe eine halbe Stunde braucht, um auf so einer kurzen Strecke druckseitig, das ist im Moment noch ein 4-5 Meter Schlauch, halb Zoll, dass die da so lange braucht, um 3,5 Bar Druck aufzubauen. Ja, nur habe ich ja zum Glück über uns in der Küche einen Schalter, über den ich die Steckdosen hier ja ausschalten kann, und somit dann auch die Pumpe. Ich kann alle von oben an- und ausschalten, immer wie ich Wasser brauche. Das ist nicht das Problem. Aber ich müsste dann halt jedes Mal, wenn ich Wasser brauche, anschalten. Und jedes Mal, wenn ich es nicht brauche, ausschalten. Was im Winter kein Problem wäre. Ich bin ja die Wintermonate über hier. Ich halte ja hier meinen Winterschlaf ab. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn sie von selbst ausschaltet. Und das ist der nächste Punkt, den ich noch testen werde. Geguckt, ob sie irgendwo Luft drin hat, habe ich auch. Also momentan pumpe ich das Wasser vom ersten in den zweiten Tank
Ja, das kann ich hier unten über die Hähne regulieren. 2 und 3 sind zu und 1 ist offen und so geht das Wasser dann halt unten durch die Saugleitung zur Pumpe. Also das funktioniert einwandfrei. Dann habe ich ja, wie gesagt, den Tank 3 noch eine kleine Aquariumpumpe, die ungefähr 1000 Liter die Stunde Wasser umwälzen kann. Und die bringt dann immer über den roten Schlauch Wasser in Tank Nummer 1 durch den Filter, einfach nur, dass das Wasser halt in Bewegung bleibt, ein bisschen Umwälzung hat, damit sich das Wasser hier unten im Keller im Winter nicht tot steht. Ja, so ist der derzeitige Status am Sonntag, den 7. August 2022. Ja, die kleine Pumpe, wie gesagt, bringt dann das Wasser momentan zu Tank 1. Und später habe ich mir gedacht, wenn ich meine Drillrohre bekomme von Markus, werde ich hier an Tank 2 Impulsgefäß installieren mit einem Drillrohr, sodass ich dann einen Doppeldrill erhalte. Ja, oben wird es rechts eingespult, das Wasser, und durchs Rohr findet dann ein Linksdrill vom Wasser statt. Ja, so nimmt das Wasser dann im Impulsgefäß halt die Ätherenergie auf, die ja in der Luft ist, und entlässt sie dann ins Wasser. So stellen wir später dann sicher, dass das Wasser energetisch immer aufgeladen bleibt. Da gibt es dann später irgendwann, wenn es dann soweit ist, noch ein extra Video. So, jetzt habe ich hier immer komplett das Wasser mal umgewälzt, so dass die Pumpe mal wirklich eine Stunde lang durchgelaufen ist. Und jetzt habe ich mal den Hahn da hinten zugedreht, der steckt da im Tank Nummer 1. Mal gucken, ich müsste die gleich abschalten.